So, YouTube, jetzt würde ich sagen, heute mal wieder ein Video für euch. Und zwar sind wir unterwegs im 340i vom Stefan. Das Fahrzeug war bereits auf dem Leistungsprüfstand. Da habt ihr das Video schon gesehen. Und da hat man, glaube ich, auch angesprochen, dass noch ein paar Veränderungen kommen werden. Und der Step 1 ist heute die Abgasanlage. In dem Fall ist hier die Wahl auf eine Anlage von BMW, also von M-Performance, gefallen. Da gibt es ein Kit, das nennt sich M-Performance Power & Sound Kit. Und da werden wir jetzt nachher mal die Auspuffanlage testen, am Fahrzeug anbringen, mal schauen, was der Klang bringt. Die Software bzw. die Leistungssteigerung folgt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber da gibt es dann auch wieder ein extra Video. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen jetzt nochmal einen Soundfile vorher zu machen, dass ihr euch einfach ein bisschen den Unterschied vorstellen könnt von vorher zu nachher. Und dann gehen wir ab in die Werkstatt, Auto auf die Bühne, und dann werden wir uns mal dran machen, die Auspuffanlage auszubauen. Und natürlich wird man da euch wieder auf dem Laufenden halten und Details, was ihr beachten müsst, was zu machen ist. Jetzt würde ich sagen, geht mal ab nach hinten, bis gleich. Jetzt direkt Vollgas. Ja, wie ihr sehen könnt, stehe ich jetzt direkt unterm Fahrzeug. Wir fangen jetzt an, mit der Auspuffanlage zerlegen. Ich werde es mal mit Bildern vorab verfolgen und nachher dann beim Einbau machen wir noch ein kleines Video, wo was hinkommt. Ausbau machen wir jetzt noch schon ein paar Bilder, was zu beachten ist, mit Text. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Bis nachher. Ciao. Ja, gehen wir kurz auf eine kleine Thematik ein. Wie ihr seht, ist die Auspuffanlage Serie am Stück. Das heißt, wenn ihr die nicht trennen wollt, was wir definitiv nicht machen, müsst ihr einiges entfernen. Ihr müsst hier diese kompletten Träger entfernen. Um den Träger zu entfernen, müsst ihr hier die Plastikabdeckung entfernen. Das seht ihr hier. Zwei Clips. Das seht ihr hier im Rathaus. Zwei Clips. Die zwei Torx und hier oben eine 8er Nuss, Nuss für diese Schraube, genau. Und dann könnt ihr die Verkleidung wegnehmen und dann könnt ihr quasi die komplette Verstrebung lösen. Ja, das machen wir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir die Träger komplett abgenommen. Das heißt, wie ihr seht, ist die Auspuffanlage jetzt frei. Nächster Step, hier oben die 13er auf beiden Seiten, einmal rechts, einmal links. Dann gehen wir weiter nach vorne. Hier vorne haben wir einen Halter, den lösen, die Schelle lösen. Und dann können wir quasi die ganze Abgasanlage bereits schon rausnehmen. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir es geschafft. Ihr seht im Hintergrund beide Anlagen, links Performance, rechts Serie, in dem Fall jetzt gerade. Jetzt machen wir uns dran, bauen die neue Anlage ein und dann sind wir gespannt. Ich freue mich drauf. Würde ich sagen, hängen wir noch ein paar Bilder dran und dann bis gleich. Ciao. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die M-Performance Auspuffanlage jetzt montiert. Schauen wir gerade mal durch. Hier oben das Kabel ordentlich verlegt, mit Kabelbinder festgemacht. Hier ist die Freigabe fürs Fahrzeug. Und dann gehen wir gerade mal nach vorne. Hier verschellt,
und hier vorne am Flexrohr verschraubt mit diesem Halter. Wir haben hier jemals 2x13, also Schlüsselweite. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen. Jetzt gibt es einen kurzen Probelauf vom Fahrzeug, bevor wir alles wieder zusammenschrauben und gucken, ob alles dicht ist und alles gut sitzt. Wünsche ich euch viel Spaß beim Sound. Bis gleich. Ja, die Auspuffanlage ist jetzt montiert. Jetzt würde ich sagen, machen wir kurz eine kleine Dichtheitsprüfung. Lassen wir mal kurz laufen, gucken wir mal, wie es klingt. Nehmen wir das Fahrzeug nochmal hoch auf die Bühne. Und dann schrauben wir den Rest voll zusammen und dann geht es einfach auf die Piste. Bis gleich. Anstößt, weil vorne nach dem Flexrohr schauen vom Hitzeblech zwei Schrauben raus. Da ist es relativ eng, weil die Auspuffanlage Serie dort abgeflacht ist. Wahrscheinlich gerade aus dem Grund und natürlich die M-Performance nicht. Wir sind jetzt aber schon bestimmt 20 Kilometer gefahren, 15 Kilometer und es gibt da keinerlei Probleme. Das heißt, wir sind jetzt hier soweit fertig. Wir werden jetzt noch ein paar Kilometer fahren, den Sound genießen. Okay. Dann werden wir euch noch kurz einen Soundfall machen von der neuen Auspuffanlage. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Fazit. Dann machen wir für heute gar nicht lang weiter. Dann machen wir auch Wochenende. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab nach hinten zum Auspuff. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ja. Sagen, kommen wir kurz zu einem kleinen Fazit. Kunde und Freund und ich happy. Was soll man groß sagen? Das Power and Sound Kit liegt bei knapp
ja, so zwischen 3.000 und 3.200 Euro beinhaltet die Auspuffanlage, eine Leistungssteigerung und den Einbau. Fragt doch einfach bei eurem BMW-Händler oder fragt bei uns unten im Link AHG Balingen einfach nach. Ja, wollen wir gar nicht viel sagen. Schickt man einen Kunde nach Hause, dann kann er noch ein bisschen fahren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.